Guten Tag, liebe Freunde der Kunst. Wir haben heute wieder einmal die Chance, im Atelier von Lore Bert ihr so ein bisschen über die Schultern zu schauen. Und da sie wieder einmal was ganz Neues ausgedacht hat und erfunden hat, lohnt sich der Blick unbedingt. Es geht hier nämlich um eine ganz neue Technik und eine ganz neue Thematik, die sie erst in diesem Jahr 2021 begonnen hat. Und das ist ganz spannend. Deswegen schauen wir uns das zusammen an. Also was man jetzt hier sieht in diesen Blättern, das sind Einzelteile, die nachher zu einem großen Bild zusammengesetzt werden. Wir schauen uns das gleich genauer an, wie sowas überhaupt entsteht, wie das gefaltet wird, wie es konstruiert, wie es bemalt wird. Das sind jetzt also einzelne Elemente. Das wird ein großes Bild von 140 x 140 cm. Das sind lauter Teile, die nachher zu einem Ganzen zusammengesetzt sind. Hier sind die Einzelteile schon bereits gefüllt mit Wattepäckchen. Ja, die Verbindung von Konstruktion und Poesie ist ja eine Spezialität von Lore Bert. Und es sind lauter chinesische Schriftzeichen. Und man sieht hier nur Stücke, man sieht auch gleich, wie Eveline, ihre Hauptassistentin, diese Flächen von Papier füllt, damit das Ganze dann ein dreidimensionales Volumen wird. Und auch das ist natürlich ein weiter Weg, denn da wird Stück für Stück, jedes Quadrat wird einzeln beschnitten, rundherum, damit es auch wirklich quadratisch ist. Dann muss es in diese engen Tütchen ja hinein gestopft werden sozusagen. Man kann es ja nicht ganz flach einstopfen, es wird erst so ein bisschen zusammengefaltet und dann wieder auseinander, bis es dann so richtig gut drin sitzt. Dann werden diese einzelnen Felder wieder sozusagen geschlossen. Und wenn dann diese Einzelstücke von einem großen Bild fertig sind, dann, ja, jetzt füllt sie da gerade eins, wie ich sehe. Das ist nämlich ganz interessant. Es ist nämlich mit großen Fingerfertigkeiten verbunden, dass man das so präzis und so gerade und so schön in so ein Feld hineinpackt, damit es dann wirklich auch nachher ganz homogen aussieht. Trotzdem ist jedes Quadrat, wenn man so will, auch wieder ein kleiner Individualist. Und wenn das Teil dann fertig ist, in der Regel arbeitet sie von der Rückseite, denn man hat dort diese Kanten genau, die Kanten der Vorderseite, die ja aufeinander passen müssen, denn die Bemalung ist sozusagen auf der anderen Seite. Und sieht man das so ein bisschen, das ist ein Stück von einem chinesischen Schriftzeichen. Und dann wird das eben später zusammengeklebt und man hat dann die Einzelteile und wie das Ganze dann bei uns später an der Wand hängt, das schauen wir uns in der Cadoro an. Aber jetzt sehen wir erst einmal, wie Lore Bert zu diesem Stadium kommt, wie die Blätter eingeteilt, gefaltet und bemalt werden. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wir sind nun also im Atelier von der Lore Bert und jetzt sehen wir, wie diese Dinge, die ich Ihnen gerade schon sozusagen im Ergebnis gezeigt habe, entstehen. Also, die Lore, die hat zwei Flächen gleich groß geschnittenen Japanpapiers. Das ist dieses weiße Reispapier, das zwar nur 18 Gramm schwer ist, aber sehr stabil durch diese Reisfasern. Da hat sie sich vorher ein Raster angezeichnet mit ihrem Lineal. Und dann hat sie eine sehr geniale Falttechnik entwickelt. Also wer mal versucht hat, so ein Papier über eine längere Entfernung zu falten, der wird sehen, dass das ja so einfach gar nicht ist. Denn ganz oft kommt da eine Delle rein oder eine Beule. Und da hat sie sich eine sehr geniale Technik zugelegt. Sie hat es nämlich, sie legt immer das Papier das Lineal an zu diesen Markierungen auf dem Papier und dann faltet sie an diesem Lineal entlang, dann muss sie das Lineal wieder zurücknehmen und dann nachfalten, damit es auch schön prägnant ist. Und jetzt auch hier beim Bemalen ihrer Form hat sie eine geniale Technik entwickelt, also jetzt sucht jetzt den Pinsel aus, und zwar schüttet sie immer sozusagen in den Deckel von ihrer Farbe so viel Farbe hinein, wie sie im Moment braucht. Und dann hat sie nur ihr kleines Deckelchen, quasi als Farbpalette, wenn man so will. Und dann fängt sie an, eben damit zu malen. Das heißt, sie muss dann nicht in diesen ganzen großen Topf hinein,
sondern sie muss eigentlich nur in diesem Deckelchen hinein immer sozusagen ihren Pinsel tauchen. So, jetzt geht das los. Jetzt ist das natürlich, sie hat sich das vorher skizziert mit Bleistift, die Form, die sie ausführen möchte. Und das ist jetzt so bei diesem Japan-Papier, die Farbe muss relativ klebrig sein, weil sie sonst ausläuft. Aber sie darf auch nicht zu klebrig sein, sonst kann man sie nicht mehr vermalen sozusagen. Und in der Mitte kann sie natürlich immer beherzte Striche machen, aber am Rand muss sie sehr vorsichtig vorgehen. Also sie muss das Blatt dann auch immer drehen und wenden, weil sie immer so als Rechtshänder natürlich an der linken Linie entlang zeichnet. Und die Tücken entstehen dann, wenn sie sozusagen da malen muss, wo sie eben schon vorher eine andere Fläche gemalt hat. Dann muss sie immer so ein bisschen balancieren. Also man sieht, die linke Seite dieser Querlinien, das scheint das Wort Zeit zu werden, so jetzt als fast chinesisch affiner kann man schon das eine oder andere wiedererkennen. Dann muss sie jetzt, sehen Sie, das wird jetzt ein bisschen heikel, sie muss also den Ringfinger schon in der Luft balancieren, damit sie nicht in ihrer eigenen Farbe sozusagen festklebt. Aber mit großer Genialität kriegt sie das auch irgendwie hin. Denn man kann ja immer nur sozusagen von links nach rechts an diese Linie hinanzeichnen. So, zwischendurch dreht und wendet sie das Blatt, damit sie immer, wie gesagt, von rechts nach links an diese Linie ansetzen kann. Und mit großer, sagen wir mal, Souveränität, die junge Dame ist ja schon fast 85, zielsicher so einen Pinsel an einer Linie entlang zu führen. Also ich könnte das jetzt nicht so gut, aber ich habe ja auch einen anderen Beruf. Das erfordert schon auch Mut irgendwie, denn man muss ja irgendwie, es ist ja nichts korrigierbar. Also wenn man mal über diese Linie hinweggekommen ist, dann ist einfach das Bild irgendwie eigentlich zerstört. Dann kann man das nicht mehr retten und fängt gewissermaßen von vorne an. Also man sieht jetzt, sie legt immer sich ein weißes Papier unten drunter, damit sie gut die Linien erkennen kann. Sie hat dieses Lineal quergelegt davor, damit sie nicht irgendwie aus Versehen eine Ecke umbiegt auf diesem Japan-Papier, diesem zarten. Und auch hier gerade sozusagen im Endstadium dieser Bemalung, es muss ja immer wieder gedreht und gewendet werden, werden sozusagen die Auslaufmöglichkeiten der Auflage der rechten Hand immer ein bisschen weniger. Ja, da muss sie dann so zielen, so ein bisschen mit Abstand zielen, dass sie da diese Linie noch trifft, weil sie sich ja nicht sozusagen in der Nähe gemütlich mit ihrer Hand auf dem Papier abstützen kann. Also so ein bisschen freihändig. Man sieht, die Lore Bert balanciert grundsätzlich mit ihrem linken kleinen Finger mit. Der ist immer in der Luft und schwebt. Das ist sozusagen für die Balance. Muss zwischendurch neue Farbe holen. Und man merkt immer, wenn so dieser Rand, erst kommt die Pflicht, der Rand, dann kommt die Kür sozusagen. Da kann man dann etwas schneller vorangehen. Inzwischen ist Gott sei Dank dieser Teil des Bildes, auf dem jetzt die Hand liegt, schon weitestgehend getrocknet. Also da kann man dann da weiterarbeiten. Sieht auch immer, wenn man zielen muss, dann wird es ein bisschen langsamer und wenn es dann gefüllt wird, die Fläche, dann wird es ein bisschen schneller. Aber man muss doch sehr genau gucken. Jetzt ist es fertig und es ist das Wort Zeit. Ja, liebe Freunde der Kunst, jetzt sind wir nun inzwischen in der Kadoro angekommen. Und dort zeigen wir diesen umfangreichen Zyklus der Arbeiten von Lore Bert mit ihren chinesischen Wörtern. Darunter gibt es ganz unterschiedliche Arbeiten. Also auf der einen Seite, das ist jetzt im anderen Teil des Ausstellungsraums, sieht man die gefüllten Papierarbeiten mit einzelnen Worten in Schwarz auf Japanpapier gefüllt mit Watte.
Im Hintergrund von mir sieht man zwei weitere Typen von Arbeiten, sagen wir mal. Das eine ist nur mit gefaltetem Papier. Hier ist es direkt auf ein bestimmtes Papier bemalt. Hier sind es auch mehrere Schriftzeichen auf einmal. Hier ist es dann immer nur einzelnes. Inzwischen, wir sind ja schon fast Spezialisten für Lore Bert, können wir schon Dinge erkennen. Wir wissen, das ist die Mitte, der Bach, der Regen, der Stern, hier Fliegen. Also so die ein oder anderen Begriffe haben wir uns schon eingeprägt im Laufe der Zeit. Und wir haben natürlich auch zwei wunderbare Vorzugsausgaben hergestellt in diesem Zyklus. Und wozu? Das zeige ich Ihnen nämlich gleich. Die Vorzugsausgaben, das ist einmal Zeit, das Wort Zeit in so einem sepiafarbenen Ton und das Wort Gold in Schwarz. Beides sind es Multiples in 12er Auflagen mit kleinen gefüllten Wattequadraten. Und wozu diese wunderbaren Vorzugsausgaben Multiples entstanden sind, dazu möchte ich Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben. Wir können nämlich das Erscheinen dieses wunderbaren Mammutbuches Lore Bert Spaziergang durch ein Leben verkünden, das vor wenigen Minuten angeliefert wurde und an dem wir ungefähr 3 Jahre gearbeitet haben. Also die Lore Bert, zum Alter von 82 Jahren, hat sich hingesetzt, ohne jemals ein Tagebuch geführt zu haben und hat innerhalb von 3 Monaten ungefähr handschriftlich die letzten 40 Jahre oder 50 Jahre ihres Lebens skizziert, immer anhand oder im Zusammenhang mit Ausstellungen und ganz besonders spielen natürlich ihre Installationen da eine Rolle. Aber auch die vielfältigen Begegnungen mit Menschen in den Ländern. Sie hat ja in 28 Ländern über 300 Ausstellungen gemacht und hat viele Menschen da auf besondere Weise kennengelernt, weil wenn man mit denen Ausstellungen macht, ist es natürlich anders, als wenn man sozusagen eine Sightseeing-Tour irgendwo macht. Man merkt, wie lösen sie Probleme, wie arbeiten sie, wie ist ihr Lebensrhythmus und so weiter, wie sind ihre Hierarchien, wie sind ihre Gewohnheiten, ihre Überzeugungen, ihre Religionen und ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Formen und Farben. Und da so vieles davon Einfluss genommen hat auf das Werk von der Lore, haben wir uns entschlossen, aus diesem Manuskript ein Buch zu machen. Nicht ahnend, was da auf uns zukommen würde. Denn final gesehen sind es jetzt 608 Seiten geworden. Wir haben das Buch dann abschreiben und übersetzen lassen, den Text von ihr. Das ist ja aus ihrer Feder geschrieben, aus der Erinnerung heraus. Wir haben dazu Bildmaterial gesucht und auch wenn hier nur etwa 1400 Abbildungen in dem Buch vorkommen, muss man doch davon ausgehen, dass wir etwa 50.000 Fotografien betrachtet haben, aus denen wir dann auswählten. Und damit Sie eine kleine Kostprobe bekommen, lese ich Ihnen jetzt einfach mal so 2, 3 Textstellen vor. Es ist also überhaupt nicht kunsthistorisch, es ist aus der Erinnerung heraus, es sind die Erlebnisse und Eindrücke und Begegnungen und ich glaube, es ist ein einzigartiges Zeugnis daraus geworden. Und wenn ich mir so überlege, was, wenn die Künstler so ausstellen international, dann sind es ja oft dieselben Orte, wo sie ausstellen. Es ist dann immer New York oder Shanghai oder wo auch immer, aber hier passiert etwas ganz Besonderes. Es sind ganz ungewöhnliche Orte wie Nepal, Sarajevo und so weiter. Und entsprechend sind die Erlebnisse eben ungewöhnlich. Und ich glaube, es ist ein einzigartiges Zeugnis von Zeit, Kulturgeschichte und im Grunde auch so ein kleiner Reiseführer. Also ich lese euch mal ein paar Stellen vor. Wir gehen zurück in das Jahr 1989, in eine Zeit, in der es in Korea kaum einer Englisch sprach, es kaum Kreditkartenverwendung gab und da hatte Lore ihre erste große Einzelausstellung in Seoul. Ich lese einfach mal vor, O-Ton Lore Bert. Meine Installation 1989 in der Hyundai-Galerie in Seoul, Korea, trug den Titel Intervalle. Sie bestand aus zahlreichen Bögen von weißem gefaltetem Papier, hatte die Größe von 7 x 2,80 m und die Form eines Schiffes. Von der Decke herab hingen Lote an Nylonschnüren nach unten und zeigten auf kleine, aus Papier gekruschelte Papierkreise in Schwarz. In Korea gab es damals wenige Menschen, die Englisch sprachen.
An den U-Bahn-Stationen war damals die Schrift nur in Koreanisch geschrieben. Englisch war 1989 noch nicht sehr verbreitet. 10 Jahre später, bei meiner nächsten Einzelausstellung in Korea, gab es schon eine German Bakery. Oft stellte uns die Galeristin einen Fahrer mit Auto zur Verfügung. Sie hatte viele Mitarbeiter. Zu meiner Eröffnung in dem Galeriehaus in der Hyundai-Galerie kamen viele Besucher. Der Direktor des Nationalmuseums, Professor Lee, kam auch zu Besuch. Er kaufte einige Bilder und die Installation für sein Museum. 10 Jahre später kam ein Freund von mir aus Schottland in dieses Museum und sah meine Installation. So freute ich mich, dass die Installation noch immer im Museum zu sehen war. Das Galeriehaus war groß, hatte 4 Etagen. Die Galeristin sammelte internationale Kunst. Sie wohnte 1988 mit ihrer Crew im gleichen Hotel in Chicago wie Dorothea und ich. Beide hatten auf der Kunstmesse in Chicago einen Stand. Nyanja Park gefielen meine Arbeiten, so wollte sie gerne eine Ausstellung meiner Arbeiten in ihrer Hyundai-Galerie in Seoul machen. Wir flogen hin und bewunderten die Stadt mit ihren Bewohnern. Jetzt gibt es viele Fotos dazu. Kinderwagen gab es noch keine. Die Kinder wurden in einem Tuch auf dem Rücken getragen. Als Lutscher hatten sie oft einen kleinen getrockneten Tintenfisch. In einem kleinen Laden mit altem handgeschöpften Papier gab es, wie Stoffballen aufgerollt, wunderschöne Papiere, zum Beispiel aus Maulbeerbäumen. Ich habe mir einige gekauft und später in Deutschland eine Reihe von Arbeiten damit gemacht. Auch gab es auf einigen Straßen kleine Läden, wo man sich den Namen in einen Stab aus Elfenbein obendrauf einschnitzen lassen kann. Der Name wurde phonetisch vorgetragen, doch ich schrieb ihn auch noch einmal in Druckschrift auf. Es waren viereckige oder runde Stangen, oft aus Elfenbein oder einem weichen Speckstein. Es war ein sogenannter Stempel. Man tauchte ihn in einen dicken roten Brei und drückte ihn dann auf ein Papier ab. Mein Name war sichtbar und die Koreaner konnten ihn lesen. Es war aber keine Bilderschrift wie in China, sondern ein Alphabet. Soviel ich weiß, haben Koreaner in ihrem Hangul-Alphabet 2 Buchstaben weniger. L und R ist derselbe Buchstabe bzw. dasselbe Zeichen, sodass sie manchmal Lolebelt sagten. Ist ganz lustig. Wir waren auch bei einem berühmten koreanischen Künstler zu Besuch. Er hatte ein altes koreanisches Holzhaus in seinem Park, wohnte aber in einem eleganten modernen Haus, bei welchem die Wände innen mit weißem italienischem Marmor ausgestattet waren. Wir bekamen weiße Reisplätzchen angeboten mit roten Blüten darauf. Wir saßen auf dem Sofa, er saß auf dem Boden vor dem Sofa. In seinem Atelier hatte er einen Stoß Papier, etwa 50x75 cm groß, schwarze Tinte zum Abreiben und ein altes Musikinstrument und natürlich viele Pinsel. Er zeigte mir, wie er arbeitete. Zuerst spielte er auf dem Instrument, danach malte er den unterschiedlichen Pinseln, sehr schnell. Als die vielen Blätter, etwa 100 an der Zahl, fertig waren, betrachtete er sie. Dann warf er die meisten weg. Etwa 10 davon behielt er. Ich könnte nie so arbeiten. Ich versuche, jede Arbeit so lange zu verbessern, bis sie meinen Vorstellungen entspricht. Erst erfinde ich eine Komposition, dann verbessere ich sie hier und da. Wenn ich zufrieden bin, übertrage ich sie auf meine Bilder. 180x180 cm groß, male sie aus oder beklebe sie mit Blattgold. Meine Mitarbeiterinnen kleben dann die kleinen handgeschöpften Papiere, etwa 6x6 cm darauf. Bei einem Bild von 180x180 cm brauchen 2 Mitarbeiter 2 bis 3 Monate. Jedes Land arbeitet anders. So viel zu Korea. Also man sieht, es ist eine sehr spezielle Sicht auf die Welt. Dann nehmen wir Nepal, 1992. Kathmandu, Nepal. In der Hauptstadt Kathmandu, Nepal, gab es 1992, als ich dort meine Ausstellung hatte, noch keine Straßennamen. Als Adresse sagte man hinter dem Roten Tor oder gegenüber der Nabil Bank. Dort war meine Galerie. Manchmal sagte man auch bei diesem oder jenem Palast. Die Briefe holte man sich aus einem Schließfach auf der Post. Meine Freundin Ridi Pratan hatte mir diese Ausstellung in Kathmandu vermittelt. Sie wohnte 1974 für ein Jahr in unserem Hause. Sie war von dem Staat Nepal nach Deutschland geschickt worden, um restaurieren zu lernen.
Zuerst kam sie nach München. Diese Stadt ist bekannt dafür, dass sie gute Bilder restaurieren kann. Danach kam sie nach Mainz ins römisch-germanische Zentralmuseum. Mainz war bekannt für seine guten gegenständlichen Restaurierungen. Ein Freund aus diesem Institut erzählte mir von Riddi und dass sie in Kathmandu immer bei ihrer großen Familie gewohnt hat. Ihre Familie wohnte in einem Palast, der zwei Innenhöfe hatte. Wir haben ihre Eltern dort besucht. Ich nahm sie in dieser Zeit, in der sie in Mainz wohnte, in mein Haus auf. Sie ist eine meiner besten Freundinnen geworden. In Kathmandu hatte sie meine Ausstellung vermittelt. Sie wollte so gern, dass ich ihre Heimat besuchen komme. Die Ausstellung 1992 in Kathmandu, Nepal, fand in der Siddhartha Art Gallery statt und trug den Titel Paper Mandalas by Lore Bert. Sie wurde zusammen mit dem Goethe-Institut organisiert, das gerade ein Mandala-Festival veranstaltete. Wir wohnten in einem Gartenhaus von einem Rana-Palast. Der Park mit dem Palast wurde vom Leiter des Goethe-Instituts und seiner Familie bewohnt. Die Familie von Riddi zeigt uns viele Sehenswürdigkeiten. Riddi war Archäologin und leitete das Archäologische Institut in Nepal. Sie restaurierte Pagoden, Straßen und Dörfer wie Bhaktapur zum Beispiel, die sie freimachte vom Autoverkehr. Dr. Helmut Kohl hatte die Restaurierung eines Tempels gestiftet. Später wurde sie Kulturministerin. In Swayambhunath gab es einen zentralen Platz, den musste man mit unendlich vielen Stufen besteigen, bis man oben war. Dort gingen buddhistische Mönche in einen hinduistischen Tempel beten oder hinduistische Mönche drehten die Gebetstrommeln an der buddhistischen Stupa. Die Atmosphäre war von einer großen heiligen Stimmung. Es gab eine lebendige Göttin. Es war eine hinduistische Kindgöttin, die von den Mönchen in den Dörfern ausgesucht wurde. Sie war etwa 4 Jahre alt. Wenn sie ihre erste Menstruation hatte, war sie keine Göttin mehr. So wurde die nächste gesucht. Auch flogen wir mit dem Helikopter in den Himalaya, etwa in 4000 Meter Höhe. Dort war ein winziges Kloster. Es war in der Gegend von Langtang. Ein Lama saß darin und betete. Ein Tuch hing über seinem Altar. Darauf war ein großes Hakenkreuz abgebildet. Hier ein Zeichen für Frieden. Kathmandu hat die schönsten Paläste, die ich je gesehen habe. An die Kühe, die überall herumliefen, musste man sich erst gewöhnen. Sie sind heilig. Ich war in einer Papiermanufaktur mit Studenten, mit denen ich einen Workshop machte. Dann fuhren wir zu der heiligen Tempelstätte nach Pashupatinath, wo die Leichen verbrannt und dann die Asche in den heiligen Bagmati-Fluss gestreut wird, der später in den Ganges mündet. Bei einer unserer zahlreichen Reisen durch das Kathmandu-Tal besuchten wir auch Botnath, dessen Stupa mit 36 Metern Höhe zu der größten seiner Art gehört. Der halbkugelförmige Bau ist mit mehreren Terrassen im Grundriss eines Mandalas umgeben, die man über Treppenaufgänge erreichen kann. So stiegen Riddi und ich dort hinauf. Von oben konnte man gut die zahlreichen kleinen Stände sehen, wo Händler rund um die Tempelanlage ihre Waren anboten. Der deutsche Botschafter Dr. Martin Schneller öffnete meine Ausstellung. Bei einer Eröffnung fiel der Strom aus, was öfter vorkam. So konnte man meine Werke nur mit Öllämpchen betrachten. Sie wurden rasch aufgestellt. Der Leiter des Goethe-Institutes, Dr. Christian Graf von Dönhoff, organisierte einen Generator, mit dem die Filmleute weiterdrehen konnten. Trotzdem war die Atmosphäre mit den Besuchern, den Professoren der Kunstakademie, den Studenten, den buddhistischen Mönchen sehr schön. Später, 1998, war Dr. Martin Schneller Botschafter in Abu Dhabi und öffnete dort wieder meine Ausstellung. Abschied am Flughafen. Riddi und ihre Familie verabschiedeten uns mit einer Zeremonie, um uns die Götter gewogen zu machen. Wir fühlten uns sehr geborgen. Das zu Nepal. Aber St. Louis 1997, USA, um auch mal sozusagen in die andere Seite der Welt zu wandern. Bei meiner Ausstellung 1997 in der Atrium-Galerie in St. Louis war bereits die Anreise ein Erlebnis. Am Flughafen wurden wir von einem eleganten Fahrer mit weißen Handschuhen und Zylinder in einer weißen Stretch-Limousine abgeholt. Es gab Champagner auf der Fahrt zum Hotel, in dem wir untergebracht waren. Es war meine erste Einzelausstellung in St. Louis. St. Louis ist eine Großstadt in Missouri am Mississippi. Ihr Wahrzeichen ist der 192 Meter hohe Bogen Gateway Arch.
Die Galeristin Caroline Miles und ihr Mann Joseph haben uns viel von der Stadt gezeigt, auch die beinahe historischen Rangierbahnhof, der heute viele Restaurants beherbergt. Caroline ist gut vernetzt. Sie hat beste Kontakte zu MoCRA, dem Museum of Contemporary Religious Art, wo ich an Ausstellungen teilnehmen konnte und das Bilder von mir für seine Kunstsammlung erwarb. Caroline hat in den letzten 20 Jahren viele Ausstellungen von mir in St. Louis gezeigt und ist zu einer Freundin geworden. Als ich 2013 anlässlich der 55. Kunstbiennale in Venedig mein großes Gesamtkunstwerk Art and Knowledge in den Prunksälen der Markusbibliothek im Correr-Museum in Venedig zeigte, kamen Caroline und Joseph gleich mit einer ganzen Delegation von Freunden und Fans aus St. Louis angereist. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein ganz besonderes Kapitel aus Sarajevo, Bosnien-Herzegowina. Es datiert von 2007. Der Krieg war zwar schon 10, 12 Jahre vorbei, aber Sarajevo war noch sehr geprägt von den ganzen Verletzungen des Krieges. Viele Dinge waren nicht betretbar, überall die Bombenlöcher, vieles gab es nicht. Es war alles sehr arm und schwierig, aber die Menschen waren sehr herzlich. Und zum Abschluss möchte ich das jetzt noch schnell vorlesen. Das Projekt Michael Schrön, der Leiter des Goethe-Institutes, hatte mich 2007 zu einer Einzelausstellung in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina eingeladen. Die Menschen dort waren besonders herzlich. Es gab viele Religionen parallel. So nannte ich meine Ausstellung Dialog der Religionen, Dialog der Kulturen und fertigte in Anlehnung an die verschiedenen Gotteshäuser Collagen mit Blattgold auf Nepalpapier. Wir machten verschiedene Ausflüge um die Gegend, um Sarajevo zu erkunden. Die Stadt war noch sehr vom Krieg gezeichnet und die Nationalbibliothek noch nicht wieder betretbar. Aber in der Altstadt war es sehr gemütlich. Wir wohnten in der Villa Orient. Eine mit Innenhof glasüberdachte alte Koranschule, die Gazi Husrev Begova Medresa, war nun ein Museum geworden. Sie lag inmitten der Altstadt in einem kleinen Park. Dort fand meine Ausstellung statt. Aber bis alle meine Arbeiten dort ankamen, gab es viele Probleme. Sie hingen an allen möglichen Zöllen fest. Als sie schließlich sehr verspätet eingetroffen waren, mussten die drei Kisten mit den Kunstwerken noch durch die Altstadt bis zur Medresa transportiert werden. Der Transport war schwierig und dauerte. Das Kopfsteinpflaster war sehr holprig und bei den vielen Straßencafés mussten oft Stühle und Tische weggeräumt werden. Endlich waren wir aber mit der Kunst an der Medresa angekommen und konnten mit dem Aufbau beginnen. Da wir wegen der Verspätung nur noch einen Tag zum Aufbau der gesamten Ausstellung in 20 Räumen hatten, halfen alle mit. Die Koranschüler, die dort studierten, Studenten der Kunstakademie und auch Michael, der Leiter des Goethe-Instituts, höchstpersönlich. Der immer hilfsbereite Sascha Gawitz übersetzte und koordinierte alles in Windeseile. Seitlich des Innenhofes lagen die einzelnen früheren Klassenzimmer. Ich hängte meine Bilder in die verschiedenen Räume. Den großen, glasüberdachten Innenhof nutzte ich für meine Installation Dialog der Kulturen. Am Ende des Innenhofs gab es eine kleine Erhöhung. Dort fand meine Pressekonferenz statt. Ich war auch beim Frühstücksfernsehen als Erzählerin eingeladen. Michael Schrön begleitete mich dorthin. An der Eingangstüre war ein großes Schild, dass man bitte keine Waffen mit hineinnehmen soll. Ich fand das lustig. Zur Eröffnung gab es feierliche Vorführungen in Deutsch und Bosnisch. Die Koranschüler, die im gleichen Park inzwischen eine neue Koranschule hatten, rezitierten schöne Gedichte. Es war eine schöne Atmosphäre. Schon beim Eröffnen meiner Ausstellung entstanden die Koranschüler und auch die jungen Künstler von der Kunstakademie, mit denen ich einige Tage zuvor einen Workshop gemacht hatte, am Eingang in einer Reihe Spalier. Der Großmufti Reis Ulema Dr. Mustafa El-Ceric gab anschließend ein Essen für mich mit den Oberen der Stadt sowie dem aus Wiesbaden stammenden deutschen Botschafter, seine Exzellenz Michael Schmunk, und dem aus Mainz stammenden Leiter des Goethe-Institutes, Michael Schrön. Der Großmufti schenkte mir eine silberne alte Kaffeekanne und sagte, ich müsse wiederkommen. Alle waren besonders herzlich. Es war sehr ehrenvoll für mich. So, damit möchte ich Ihnen eine kleine Kostprobe in dieses wunderbare Buch geben, von Lore Bert, über Lore Bert, mit Lore Bert.
und Sie sehr herzlich einladen. Kommen Sie uns in der Cadoro besuchen, blättern Sie in dem Buch, schauen Sie die wunderbaren neuen chinesischen Bildwerke an, die chinesischen Wörter, in die sich Lore gerade mal wieder verliebt hat. Oder bestellen Sie das Buch einfach für zu Hause, wenn Sie sich nicht auf den Weg machen können oder wollen. Sie werden lange davon haben. Vielen Dank.